Liebe Freunde, ich wünsche dir für 2020 Friede. Und ich habe die Friedestaube gemacht. Die Friede, dass wir hoffen, dass es eine bessere Welt kommt, wo eine lange Zeit Friede ist. Ich bin Anneke Wittemann. Ich arbeite in Holland mit Urtanz. Da haben wir ein ganz Projekt über Freigeben. Ich wollte das Wort loslassen verändern, weil loslassen, das muss man immer, das arbeitet nicht. Aber Freigeben von den Kindern, Freigeben von Geliebten, das ist wichtig. Gleichzeitig, wenn ich mit dem Freigeben beschäftigt war, verstehe ich langsam, wie komplex das Prozess von Versöhnen und Schuld entlassen in Deutschland lebt. Es ist Zeit, dass wir zusammen Friede feiern. In Holland feiert man vor 75 Jahren Freiheit, Freiheit, meine Freiheit. Und das ist nur Eigengewinn. Das ist nicht für ein anderer. Was Deutsche so ganz gut gemacht hatte, ist, dass sie mit dem Schuldfrage viel gearbeitet hatte, davon viel gelernt hatte. Und wir in Holland, wir haben von der Schuldfrage nichts gelernt. Ich will von den deutschen Leuten lernen. Und da ist ein Geschenk. Der Krieg hat ein Geschenk gegeben. Und das ist 75 Jahre Friede. Und es kann nur, wenn man wirklich achtsam, sorgfältig miteinander umgeht. Für 2020 wünsche ich dich Friede. Eine Friedestaube für dich, eine Friedestaube für mich. Und dass wir Nederland und Deutschland zusammen in Einklang kommen könnten. Danke. Danke, dass ich du kennengelernt hätte. Und dass wir zusammen so Schritt für Schritt das Freigeben, das Versöhnen untersuchen. Und was ist passiert mit mir? Das ist ganz viel. Und was passiert mit dir? Ist auch viel. So für uns beide einen Friedenstaube. Ich wünsche dir und mir für 2020 zusammen Friede. Das Wohlsein zueinander gönnen. Bis bald. Ich sehe dich wieder. In 2020.